Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte für uns Grüne eins festhalten, und zwar, dass Gewalt kein legitimes Mittel des Protests ist und auch nicht sein kann. Und das haben wir in den verschiedenen Debatten, zum Beispiel im Innenausschuss, wo Sie, Herr Hovenjürgen, ja leider nicht Mitglied sind, sonst hätten Sie das mitbekommen, ja auch immer wieder betont und auch so deutlich gesagt. Deshalb betrachten wir Grüne diese Gewaltspirale, die es ja offensichtlich im Hambacher Forst seit einigen Monaten, auch Jahren gibt, mit großer Sorge. Wir haben vor einigen Wochen im Innenausschuss einen Bericht des Innenministeriums diskutiert, wo es genau um diese Gewalteskalation auch ging und wo noch mal sehr deutlich gesagt wurde, dass die Gewalt sich eben nicht nur gegen Sachen richtet, sondern zunehmend auch gegen Personen. Und natürlich ist Gewalt gegen Sachen, Sachbeschädigung an sich schon zu verurteilen, aber Gewalt gegen Personen ist niemals und kann niemals hinnehmbar sein. Und deshalb kann ich hier auch für uns Grüne noch mal ganz deutlich sagen, dass Gewalt kein legitimes Mittel von Protest ist. Allerdings, und das will ich hier auch noch mal sehr deutlich sagen, ist es schlicht überflüssig, wenn Sie in Ihrem Antrag jetzt hier schreiben, dass endlich entschlossen und konsequent gegen die Aktivistinnen und Aktivisten im Hambacher Forst vorgegangen werden soll. Denn die Polizei ermittelt ja bereits bei Straftaten. Es ist eigens dafür eine Ermittlungskommission beim Polizeipräsidium Aachen eingerichtet worden. Auch das steht in diesem Bericht. Herr Hovenjürgen, auch wenn Sie nicht Mitglied des Innenausschusses sind, würde ich doch sehr empfehlen, diesen Bericht dann doch mal zu lesen. Ich will aber hier auch sagen, und ich meine, das wird Sie wahrscheinlich auch nicht verwundern, finde ich schon, dass man sehr differenziert auf die Situation vor Ort gucken sollte. Denn die verschiedenen Gruppierungen und Personen sind ja keine homogene Gruppierung. Und auch das müssen Sie von der CDU mal wahrnehmen. Denn unter denjenigen, die gegen die Rodung des Hambacher Forstes und gegen den Abbau von Braunkohle protestieren, sind ja nicht nur Straftäter, wie Sie es immer darstellen, sondern es gibt auch einen sehr breiten, friedlichen und bürgerlichen Protest. Und es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis hier, wenn ich sage, dass wir Grüne natürlich dafür, für diesen friedlichen Protest, auch Sympathien haben, weil wir inhaltlich, die Inhalte sozusagen von uns sind ja bekannt in Bezug auf das Thema Braunkohle, das muss ich hier nicht ausführen, aber ich will hier auch noch mal sagen, dass Demonstrationen und Protest in unserem Land ein wichtiger Ausdruck von Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind und deshalb Ihre pauschalen Diffamierungen, die es immer gibt, gegen den Protest an sich hier einfach fehl am Platz sind. Und ich will für uns auch noch mal sagen, dass wir auch wahrnehmen müssen, dass es aus der Region, gerade auch von bürgerlichen, von friedlichen Protestierenden, immer wieder Kritik gibt an den Polizeieinsätzen, aber insbesondere auch am Agieren von den RWE-Sicherheitskräften. Auch das gehört zur Wahrheit dazu und auch das müssen wir mit diskutieren. Man muss natürlich im Einzelnen die Kritik überprüfen. Ich sage ja gar nicht, dass die immer stimmt, aber man muss die Kritik erst mal wahrnehmen und prüfen. Und ich finde es wichtig, dass wir vor allen Dingen im Dialog bleiben, damit das Misstrauen gegen Staat und Politik oder Polizei gar nicht erst aufkommen kann bei diesen friedlichen Protestierenden und sich auch nicht verfestigen kann. Und deshalb mein Appell, wir müssen im Dialog bleiben und diese Debatte und die Probleme vor Ort nicht eindimensional betrachten, wie es hier leider immer wieder vorgetragen wird. Und ich finde, nach vorne hin, weil das ist ja die Frage für uns, wie gehen wir denn damit um mit diesem Protest und mit dieser Gewaltspirale? Man muss doch mal nach vorne hin diskutieren. Und natürlich ist die Strafe von Straftaten richtig. Und ich begrüße das auch, dass das gemacht wird. Und es ist auch schlicht rechtsstaatlich geboten, Strafverfolgung hier auch vorzunehmen, wenn Straftaten vorliegen. Nur ich glaube, wenn man sagt, dass man allein auf die Ermittlungsarbeit der Polizei setzt, ich glaube, das allein wird das Problem der Gewaltspirale im Hambacher Forst eben nicht lösen. Und deshalb sagen wir Grüne eben auch, dass wir dieses angedachte Schlichtungsverfahren, was ja vor Ort diskutiert wird, ein möglicher Weg sein kann, um ins Gespräch zu kommen. Und ja, ich gebe da auch dem Bedenkenträgern recht. Man wird wahrscheinlich nicht alle erreichen damit, das ist mir völlig klar. Aber wenn wir es schaffen, mit so einem Schlichtungsverfahren den bürgerlichen Protest, die vielen friedlichen Aktivistinnen und Aktivisten zu erreichen, mit denen ins Gespräch zu kommen, RWE mit an den Tisch zu bekommen und man bestimmte Kompromisslinien finden kann, zum Beispiel zur Frage der Zugänge in den Wald oder auch der Frage, wann wird der Wald gerodet, wann wird die Fläche wirklich überhaupt erst gebraucht, wird sie überhaupt noch gebraucht, wenn man solche Fragen klären kann und auch Kompromisse finden kann. Ich glaube, dass man mit so einem Schlichtungsverfahren am Ende besser dasteht. Und das wäre zumindest ein richtiger und ein guter
Weg. Und an diesem Punkt werden wir Grüne auch weiterarbeiten.